Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zur allerneuesten Runde Random. Und diesmal habe ich euch den König in World of Tanks mitgebracht, nämlich den Waffenträger auf E100. Ein wahres Biest und eine, ja, wirklich absolute Legende in der WoT-Geschichte. Tech-Tree, naja, schwieriges Thema. Ich glaube, das lassen wir einfach mal aus zu dem Tank. Ist nicht wirklich vorhanden. Ja, ich würde sagen, was zeichnet den Panzer aus? Das ist, ja, einzig und allein eine Eigenschaft, nämlich, dass er fünf Schüsse im Magazin hat und das mit einer sehr göttlichen Jagdtigerkanone. 276 AP-Durchschlag, 352 ABCR-Durchschlag und 5x 550 Alpha innerhalb von 8 Sekunden. Das ist eine Ansage. Das sind 2300 Schaden in einem Clip innerhalb von 8 Sekunden. Das ist fast jeder x-beliebige 10er. Ich meine, es gibt Ausnahmen. Typ 5 schwer, Maus beispielsweise, die haben noch etwas mehr HP. Die kriegst du nicht mit einem Clip raus, aber trotzdem 2300 HP. Wenn du die in der Maus abziehst, ich glaube, seine Runde ist gelaufen. Ja, seine Runde ist einfach nur vorbei. Das ist die große Stärke dieses Panzers, ja, dieses extreme Clip-Potenzial, was das Ganze noch stärker macht oder was das Ganze, sag ich mal, noch effektiver macht. Ihr habt eine Basisgenauigkeit von 0,29. Ja, das ist ein Top-Wert, das ist mit der beste Wert im Spiel. 1,5 Sekunden Einzielzeit, Stock, das ist extrem gut. Ja, also wirklich eine absolute Monsterkanone, eine der besten Geschütze, welches WoT zurzeit zu bieten hat. Die Schattenseite des Ganzen ist aber, dass ihr 58 Sekunden Reload habt. Das heißt, wenn die Schüsse durch sind, dauert es um die 50 Sekunden, bis ihr wirklich wieder einsatzbereit seid. Und genau darin, ja, darin liegt die große Stärke oder darin liegt die große Stärke des Spielers. Ja, darin liegt die Herausforderung, diesen Reload zu überleben, diesen Reload zu timen und halt gezielt einzusetzen. Weil du brauchst in der Zeit genügend Zeit halt, um wegzukommen, ja, so dass du nicht beschossen wirst, dass du nicht auseinandergenommen wirst. Du musst gucken, dass du nicht nachlädst, wenn da gerade viele Gegner pushen. Also du musst deinen Clip immer einsatzbereit haben, ja, dann, wenn es brenzlig wird. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu spielen, dieser Panzer. Ich meine, den ersten Clip, den wird so gut wie jeder Spieler rauskriegen. Die wirkliche Herausforderung oder das wirkliche Können liegt dann darin, den zweiten und auch noch dritten Clip rauszukriegen, weil da wird es halt dann wirklich, wirklich schwierig. Das ist dann echt extrem, da brauchst du extrem viel Erfahrung, ja. Eine weitere Challenge mit diesem Panzer, ich meine, du hast die extreme Feuerkraft, aber du bist riesengroß, ja, gleichzeitig hast du absolut keine Panzerung am Turm. Das Schwere ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Du musst wissen, wo du den Gegner überraschen kannst und Stichwort Überraschung, es ist ganz, ganz wichtig bei dem Panzer, sich nicht zu zeigen, wenn man nicht schießen kann. Ja, weil ganz oft, ich meine, wenn einem Panzer, der 2000 Schaden macht im Clip, um die Ecke lauert, dann wird der Gegner natürlich nicht um die Ecke fahren. Ja, also wenn er weiß, dass ihr da seid. Wenn er aber nicht weiß, dass ihr da seid, kann er wahrscheinlich da, wird er an der Ecke gucken, dass er da irgendwie spielen wird und kann man abwarten und muss man abwarten auf den richtigen Moment und dann zack, wie so ein Raubtier zuschlagen und halt aus dem Hinterhalt angreifen und den Gegner einfach mal überraschen und wahrscheinlich zurück in die Garage schicken. Ja, und das ist wirklich, das ist das, was diesen Waffenträger auszeichnet, extrem schwer zu spielen macht, aber halt auch ein enormes Potenzial mit sich bringt. Crew Skills hier drauf, ich denke, da könnt ihr eure Besatzung trainieren, wie ihr wollt. Es gibt nicht wirklich essentielle Skills. Ich meine, Camo-Wert bietet sich an oder halt Tarnungsskill auf dieser Besatzung, das bietet sich an. Das Problem ist halt, ja, der Panzer ist so hoch wie ein Einfamilienhaus. Wie tanzt denn ein Einfamilienhaus? Ist schwierig, ja. Deshalb, ja, der Stock-Camo ist irgendwie bei 1%, würde ich sagen, plus minus. Ja, und nur das Tarnitz bringt ja wirklich eine sehr große Verbesserung. Ihr seht schon, ich habe eine volle Tarnbesatzung, die bringt mir nur 4% extra, ja, also von einem auf 5%. Das ist jetzt nicht viel, ja, aber ich meine, ist schon mal besser als gar nichts. Aber deshalb, Tarnung ist nicht essentiell, weil es macht kaum einen Unterschied. Viel wichtiger ist es, das Tarnnetz dabei zu haben. Das bringt euch 15% mehr Camo. Und das ist halt wirklich schon, damit kann man arbeiten, sage ich mal, ja. Ein weiterer Skill, der, glaube ich, naja, essentiell ist, wenn ihr jetzt nur 2 oder 3 Perks auf eurer Besatzung habt, dann solltet ihr auf jeden Fall anfangen, damit Repairs zu skillen, weil mit Repair ist ganz wichtig, ne, viele Leute schießen euch in den Turm rein, wollen versuchen, eure Kanone zu beschädigen und das wird auch ganz oft passieren, gerade bei den ganzen HE-Schüssen, die in der Kanone landen, ist es super schwierig, ja, da immer das Geschütz einsatzbereit zu haben. Deshalb ganz wichtig, dass ihr Repairs habt, um das Geschütz schnell zu reparieren und beispielsweise die Kette wieder schnell in Takt zu bringen und halt andere Module, die ausfallen. Reparatur, essentiell, würde ich sagen.
Dann noch ganz wichtig, ich öffne das mal hier, bei dem Richtschützen ist, dass ihr diesen Skill habt. Der ist auf so ziemlich jedem anderen Panzer überfällig, also da nutze ich ihn kaum. Aber auf dem Waffenträger ganz, ganz wichtig, weil du wirst oft wird das Repair-Kit nicht ausreichen, um die Kanone zu fixen. Also, ich sag mal, du reparierst die Kanone und dann trifft dich die Arti oder irgendwas, ja, und dann ist deine Kanone sofort wieder beschädigt. Und der Skill sorgt halt dafür, dass du mit einer beschädigten Kanone noch mehr oder weniger genau, oder mehr oder weniger effektiv mitspielen kannst. Und deshalb ganz, ganz wichtig dieser Perk, der die Genauigkeit einer beschädigten Kanone, ja, einigermaßen brauchbar hält. Ein weiterer ziemlich nützlicher Perk auf dem Richtschützen hier ist der Perk, der den kritischen Schaden erhöht. Das ist halt besonders wichtig, wenn ihr jetzt beispielsweise den Gegner ins Heck klippt oder in die Seite klippt. Ja, bei vielen Panzern wissen wir, wo das Amorek sitzt. Bei den Russen standardmäßig halt so zwischen Turm und Frontwanne, genauso ähnlich bei den Amis. Und wenn ihr da alle Schüsse reinhaltet, kann es sehr gut sein, dass beim zweiten oder dritten Schuss oder beim vierten Schuss das Amorek in die Luft fliegt. Sehr, sehr wichtig. Ja? Beispielsweise funktioniert das auch sehr gut mit Motoren oder mit Treibstofftanks. Ne? Einfach hinten reinhalten. Und dann passiert es sehr oft, dass der Gegner dann halt anfängt zu brennen. Und das ist halt, ja, geschenkter Damage in dieser Hinsicht. Equipment hier drauf, da gibt es kein richtig oder und kein falsch, sage ich immer. Ich denke, was wichtig ist, Sichtweite zu haben, weil du bist riesengroß. Alles wird dich sehen und da wirst du natürlich alles drauflegen, auch zu sehen, was dich sieht. Ja. Deshalb habe ich hier die Optiken mit dabei, um die 400 Meter Basissichtweite, was schon eine Ansage ist, ja, trotzdem nochmal weiter zu boosten. Es ist halt sag ich mal, vom Spielstil abhängig oder was der Spieler vorzieht. Es kann sehr gut mit Binos funktionieren. Ja, ich bin eher der aktive Spieler. Ich versuche mich viel zu bewegen mit dem Panzer. Deshalb, Binos sind nur im Stand aktiv. Deshalb habe ich lieber die Optiken dabei. Aber an sich ist es Geschmackssache. Funktioniert beides gut, ne, wenn man damit umgehen kann. Das Tarnnetz solltet ihr mitnehmen. Ne, ihr seht 20% Kamo-Wert. 15 davon sind dem Tarnnetz geschuldet. Deshalb ganz, ganz wichtig, dass das Tarnnetz mit dabei ist, um halt nicht wirklich sofort aufzugehen. Ne, mit 0% Kamo, da geben dir praktisch nur Büsche Kamo und wenn du irgendwo, sage ich mal, innerhalb von 445 Meter bist von einem Gegner, der Sichtweite hat, ja, da reichen auch 445 Meter aus, da braucht kein Busch, nichts dazwischen sein, da würde ich instant spotten. Deshalb ist es wichtig, dass du einen Tarnnetz drin habt, dass ihr Tarnnetz drin habt, um halt nicht sofort auf maximale Distanz aufzugehen. Ja, für den dritten Slot habe ich einen Richterantrieb drin, ich meine, um die nochmal sehr gute Aimtime nochmal oder auszubessern oder nachzubessern. 1,2 Sekunden Aimtime, das ist eine Ansage, ja. Das ist überhaupt nicht schlecht. Das ist wirklich, das ist richtig gut, ja. Um die Schüsse halt so schnell wie möglich, so präzise wie möglich anzubringen. Man könnte jetzt überlegen, ob man beispielsweise einen Splitterschutz einbaut. Ja, ich denke, das kann auch funktionieren. Jeder versucht halt auf einen Waffenträger zu schießen, sobald er offen ist. Gerade die Artis freuen sich. Das Problem bei dem Splitterschutz ist halt, dass er den Schaden nur reduziert, wenn die gegnerische HE nicht durchschlägt. Ja, aber ich meine, der Turm ist so riesengroß, der ist so dünn gepanzert, so gut wie alles, was euch da oben trifft, wird euch durchschlagen. Deshalb glaube ich nicht, dass es wirklich wichtig ist, diesen Splitterschutz dabei zu haben. Ein schöner Bonus ist ja noch, ne, dass er 10% oder dass die Besatzung dadurch eine 10% niedrigere Ausfallrate hat. Es ist ein nice to have, aber wie gesagt, für mich lohnt es sich nicht. Ich sorge eher dafür, dass mein Geschütz schneller und präziser schießen kann. Ja, zur Munition. Ich habe nur APCR dabei, ich meine 276 Durchschlag, das ist eine ganze Menge, ja, aber für einen 10er TD ist es dann doch trotzdem schon am niedrigeren Ende des Spektrums, deshalb 352 hier auf der APCR, das sollte man nutzen, ja, und damit hast du keine Probleme, irgendwelche 10er zu durchschlagen. Für die meisten, oder eigentlich reicht es für alle Weakspots im Game aus und bei vielen Tanks brauchst du halt nicht mal die Weakspots. Bei 8ern ist es eigentlich völlig egal, wo du hinschießt, bei 9ern ähnlich, bei 10er Heavies ist es dann schon schön, diesen Durchschlag zu haben. Ist es halt ganz wichtig in so einem Clip, ne? Das ist deine Stärke, die sollst du so sehr wie möglich ausbauen. Ne? Der Panzer lebt von der Feuerkraft, der kann nichts außer diese Feuerkraft haben. Er ist groß, er ist langsam, er hat keine Panzerung, ja, du hast keinen Tarnwert. Also du kannst praktisch nur Damage raushauen und deshalb sollte man diese Fähigkeit, soweit es geht, ausbauen. Schokolade habe ich noch dabei, um den Reload hier ein bisschen zu verkürzen. Ja, wir sind jetzt bei 52%. Die Schokolade macht einen Unterschied von fast 2,5 Sekunden. Deshalb denke ich, sollte man auf jeden Fall mit dabei haben. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Gefecht, fahren 3 Runden und schauen mal, auf welchen Maps wir hier landen werden mit dem guten Waffenträger auf E100. Okay, Siegfriedlinie. Sind wir am Start. Spawn im Süden, sehr schön, mit einer Menge TDs im eigenen Team, auch im Gegnerteam. Wovon ich natürlich
sehr viel Abstand halten will, sind die FV4005s, ne, mit ihren Hash, da, die werden so drauf geiern, wie sie nur, oder die werden so hart drauf geiern, wie sie können auf meinen Panzer. Deshalb geht es von denen wirklich sehr vorsichtig zu sein und Abstand zu halten. Grille könnte auch wehtun. Ich interessiere mich eher für die beiden Heavies, ja, weil du möchtest die Heavies überraschen, rausklippen. Die können sich meistens nicht wehren, wenn du sie trackst oder halt vor dir irgendwie pinned hältst, ja, die kommen da nicht weg. Okay, wir haben auch zwei Artis, das heißt, auf dem Feld möchte ich vielleicht nicht wirklich spielen. Nee, ich werde das so machen, ich fahre hier hinten an die Stadt ran und werde einfach nur das Gefecht erstmal sich entwickeln lassen, das Gefecht auf mich drauf zukommen lassen und schauen, was passiert, schauen, wie sich das ganze Gefecht entwickelt. Und ganz wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist oder der Panzer lebt von der Überraschung. Ja, wenn der Gegner nicht weiß, dass ihr da seid, dann kann es gut sein, dass er halt irgendeinen riskanten Move machen wird oder so und dass ihr schon drauf schießen könnt. Deshalb ganz, ganz wichtig, erst so spät es geht aufzugehen. Am besten erst, wenn man ein Schussfeld hat und wirklich schon Schüsse anbringen kann. So, ich möchte hier die Büsche benutzen, außer Sichtweite von den ganzen Kollegen hier. Der WCS 907 und der 121B pushen das schon, aber ich bin leider noch nicht nachgeladen. 907 kann er jetzt noch durchfahren. Okay, aber verliert dafür sehr viel HP. Guter Spot da vom Sherry dann da außen. Auch unser Objekt 2684 spottet da sehr gut. Ich glaube nicht, dass hier auf dem Feld noch groß was übrig bleibt. Ich denke, ich sollte mich eher Richtung IS-7 da hinten oder Richtung Super Conqueror orientieren. Das Problem hier ist, dass um ihn zu beschießen, ne, halt ich von den TDs da oben ziemlich auseinandergenommen werden könnte. Deshalb glaube ich, will ich ihn da gar nicht pieken. Ich fahre eher hier in die Richtung und schau mal, was hier geht. Ah, 3-0, gute Arbeit vom Team. Gucken, ob wir vielleicht hier drüben an diese E7 rankommen. Das wäre natürlich top. Muss ja aber auch hier vorsichtig sein. Ich pieke erstmal mit der Wanne. Ja, schau, lass nur die Wanne um die Ecke gucken, um zu sehen, ob da hinten vielleicht irgendein anderer Panzer steht, der hier in diese Richtung zielt. Aber scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. Deshalb denke ich, können wir jetzt hier ein bisschen aggressiver vorfahren, ein bisschen aggressiver spielen. Ja, der E100 da hinten hat jetzt auch schon die ersten Probleme. Ja, der FV guckt ihn da an. Ich denke, ich könnte die Grille beschießen, wenn die hier vielleicht um die Ecke fährt. Ich will das auch so nicht allzu weit reinpushen, weil wir sind hier relativ alleine. Okay, da ist leider kein Rankommen. Okay, der EN100 macht das gut gegen die beiden FVs. Es sind gleich alle drei FVs da in dieser Ecke drin. Zwei von denen sind auch noch im Platoon. Okay, und jetzt haben wir hier das erste Objekt. Ah, der macht das gut. Hat er auf mich gewartet. Hat er mich gut überrascht. Ich würde sagen, ich warte hier auf diesen FV. Lass ihn mal rankommen. Ich kann auf jeden Fall hier durch diese Lücken spotten und auch schon beschießen. Also habe ich keine Sorge, drauf zu gehen, wenn er mich pusht. Ich denke, der wird mich gesehen haben und wird sich sofort in meine Richtung orientieren. Okay, er will nicht. Vielleicht sollten wir es außenrum probieren. 6-0, Start ist gewonnen. Sehr gut. Das Objekt 140 da hinten. Eventuell kommen wir daran. Nee, wird auch nicht einfach. So. Ich würde sagen, ich mache mich hier bereit, um auf das Objekt zu schießen. Bin jetzt gespottet durch den FV. Ein Proxy-Spot war das Ganze. Muss auch sehr vorsichtig sein, dass mich die Adi hier nicht wegnatzt. So, das 2684 ist getrackt. Ich würde sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, um hier zuzuschlagen. Okay, der FV da hinten sieht doch schon noch leckerer aus. Jetzt müssen wir ihn rausnehmen. Der FV ist deutlich gefährlicher als dieses Objekt. Da kann ich mich one-shotten. Sehr schön. Objekt pusht mich. Kein Problem hier durch seinen Weakspot zu schießen. Der ist leider nicht durchgegangen. Sehr schade. Jetzt haben wir 1800 Damage auf der Uhr. Sehr gut. Team nimmt ihn raus. Wunderbar. Ich bin safe. Wenn mich die Erde jetzt nicht kriegt, dann sollte das wirklich gut aussehen. Und dann kommen wir hier tatsächlich weg. Und ihr seht schon, ne? Das ist das, was ich angesprochen habe bei dem Panzer. Es wird versuchen, jeder dich rauszunehmen, weil du so ein extrem gefährliches Ziel bist oder halt auch easy Damage bist. Und wie schnell mich jeder fokust, ja, und ich habe einen Clip gemacht, habe nur noch 300 HP gerade so überlebt, ne? Also das hätte auch wirklich schief gehen können. War da ein bisschen unentschlossen, auf wen ich schießen sollte, ja, weil waren etwas viele Ziele auf einmal und das 2684, der wollte mich da wirklich raushaben. So, ich denke 10 Sekunden Reload, ich warte hier hinter der Ecke, ich glaube, da können wir noch gut einen Clip anbringen und dann wird es doch eine durchaus brauchbare Runde hier hinten werden. Okay, die Grille ist tot, TVP, ja, geht auch schon raus, okay. Und die Arti hier, kommen wir
vielleicht ran. Hier lebt noch eine Grille. Okay, da ist sie. Grille ist auch schon One-Shot. Okay, das Objekt 2684 räumt hier vollkommen ab. Nimmt den GWE noch mit hier. Double Kill für ihn. Hat er ganz entspannt gemacht. Nicht die beste Einstiegsrunde. Ging sehr schnell. Ja, wir hatten ja kaum Möglichkeiten zu schießen. Ja, ich meine, schnelle Gefechte. Du hast eine sehr niedrige DPM. Oder du hast eine sehr niedrige, ja, wirklich Zeit, in der du effektiv wirken kannst. Deshalb geht's da, oder brauchst du wirklich diese langen Gefechte, um da so viel es geht rauszuholen. Ja, der hat mich hier weggerammt, der Kollege. Deshalb ist leider der zweite Schuss an seinem Weakspot da nicht durchgegangen. Aber 1800 Damage, 4 von 5 connected, ein Clip gemacht. Gucken wir mal, dass in der nächsten Runde vielleicht ein bisschen mehr hängen bleibt hier für den guten Waffel-E100. Okay, Mean mit 3 Artis, 3 Lights, Südsporn. Nicht mein Favorite, muss ich sagen. Ja, not my favorite at all. Ich denke, was man auf Meme macht, ist so passiv wie möglich zu spielen bei 3 Artis, gerade aus dem Süden. Extrem schwer, irgendwie groß was zu gewinnen oder groß aggressiv zu spielen. Ja, ich meine, wenn man da hinten versucht zu spielen, wirst du vom Hügel auseinandergenommen von Artis. Ich rechne mal damit, dass wir den Hügel nicht gewinnen werden, ja, weil wir halt im Süden spawnen, ja, und die nördliche Seite halt deutlich stärker ist. Was ich machen werde, ich werde mich in der Basis hier einquartieren und einfach nur den Heavys Backup geben. Das ist eigentlich so die beste, universellste Lösung. Ich lasse die Heavys mal vor. Ich meine, ich bin eh noch ein halbes Jahr am Nachladen. So, wichtig ist auch hier diese Bäume so umzulegen, dass man halt sie als Busch effektiv nutzen kann. Genau, jetzt stelle ich mich hier rein, eben da die Ecke ab und denke, kann unsere Heavys da 1A unterstützen. Ja, da sind schon die ersten Lights auf dem Hügel. Sherry da, ein TVP ist auch da, um die Lights zu covern. Der Rheinmetall macht hier eine aggressive Spotrunde, sehr interessant. Und jetzt denke ich, sollten wir einfach nur abwarten. Muss vorsichtig sein, dass mich die Arti nicht blindshottet. Ja, weil das ist natürlich ein sehr beliebter Position, um hier hinzuschießen. Eventuell komme ich an den Arm X ran, wenn er hinter dem Stein stehen bleibt. Oh, er brennt schon. Die Arti wird ihn wahrscheinlich gleich rausnehmen. Okay, er ist tot, sehr gut. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir irgendwo zuschlagen können hier. Versuch mal den Hill abzuheben. Eventuell wird der Rheinmetall sich da oben bewegen. Oder mal rüber gucken, der guckt ja schon. Ah, war ich ein bisschen zu langsam leider. Und ihr seht auch, er hat mich instant aufgemacht, ne? Sofort bin ich gespottet. Und das heißt auch, mindestens eine Gegnerart, die hat sich jetzt schon in meine Richtung gedreht und wird versuchen, mich zu beschießen. Das 430U nimmt gerade den Hügel ein, das ist super für uns. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, mich nach da drüben zu begeben und ja, irgendwie den E100 ein bisschen unter Druck zu setzen und zu bearbeiten. Ähnlich wie das unsere Mediums da außen versuchen. Die haben Doppelfoch. Einmal Foch 50 und einmal die Foch 155 am Start. Die tun weh, die Tanks. Also den möchte ich, vor denen möchte ich auch Abstand halten. So. Ist ganz wichtig, hier hinten lang zu fahren, wenn man versucht, diesen Move hier zu machen, ja, in der Stadt, um halt nicht aufzugehen. Ja, weil ich möchte dem E100 gar nicht, ja, keine Notiz geben, ja, dass ich praktisch hier bin. Weil wenn er da immer noch an der Ecke steht, sehr gefährliche Position für ihn. Weil da komme ich ran und kann ihn auch klippern. Okay. Hügelkontrolle haben wir leider wieder verloren. Unser Objekt 430 ist da drauf gegangen. Jetzt geht er in der Basis eine IS-7 auf. Ich denke, da kommen wir erstmal nicht ran. Es sind zu viele Gebäude im Weg. Eventuell kann ich es irgendwie von hier hinten hinkriegen, da mal dran zu kommen. Ich denke, da müssen wir ein, zwei Gebäude wegschießen oder Mauern wegschießen, aber es geht. Okay, 7 verlegt sich jetzt. Ich denke, da sind nur Mauern im Weg. Ja, sind tatsächlich nur Mauern im Weg. Und den kompletten Clip hier noch hinterher. Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon getroffen haben. Ich denke, ein, zwei haben auf jeden Fall getroffen. Mit dem ersten Schuss habe ich ihn da auf Kette gesetzt. So, und jetzt können wir nachladen. Es passiert gerade nichts, deshalb ist das völlig okay, jetzt den langen Reload anzugehen. Ich habe eine gute Position, ich bin nicht unter Druck. Deshalb haben wir jetzt alle Zeit der Welt, um hier den Reload durchzubringen, erfolgreich durchzubringen. Ja, auf dem Hügel passiert gar nichts. Das ist ziemlich gut für uns eigentlich, dass das 907 da keine Faxen macht, weil der könnte zum Beispiel das Objekt spotten, der könnte den T57 da aufmachen. Okay, und ich sehe gerade, ich glaube, ich habe den den IS-7 nicht einmal durchschlagen. Oder vielleicht einmal, ich weiß es nicht. Ja, der E100 macht es smart im Gegnerteam. Er bleibt hinter der Ecke, das ist seine einzige Rettung. So, möchte auch hier nicht aufgehen. Ich gehe mal das Risiko nicht ein, ne, und nutze hier alle Gebüsche, die es gibt, zu benutzen. Ich
könnte mir gut vorstellen, dass das Objekt 907 vielleicht da drüben bald mal schauen wird, was denn hier so passiert. Ich würde sagen, ich aime ihn mal ab. Ah, okay, doch nicht. Okay, never mind. Geht er auch raus, der Kollege. T-290 Arti wurde gecountert. Gut gemacht von unserem Arti-Kollegen. Da bräuchte einen Spot auf die TDs da oben. Ich könnte überlegen, jetzt zum Hügel zu fahren, weil der gerade frei geworden ist. Denke auch, habe eine relativ hohe Chance, das sogar zu überleben. Und hier passiert gerade sowieso nichts. Ich probiere das mal. Ja, ich denke, das wäre ein guter Move, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Aber gleichzeitig sehe ich, wie unser EN-100 da gerade vorrückt. Er wird eventuell die TDs da oben aufmachen oder was auch immer da noch stehen könnte. Schwierige Entscheidung jetzt hier. Okay, der EN-100 weiß nicht. Er traut sich nicht wirklich. Traut sich nicht wirklich weiter nach vorne zu fahren. Die IS-4 ist auch am Hügel. Die könnten wir natürlich rausnehmen da. Aber gleichzeitig, wenn unsere Leute jetzt schon da sind, die könnten halt auch spotten, was hier unten passiert. Ja, ist nicht einfach. Ist echt nicht einfach gerade. Okay, IS-7 ist One-Shot. Ne, ich bleib mal hier. Weil ich gehe jetzt davon aus, dass unsere Leute hier mehr oder weniger oder früher oder später pushen werden. Und deshalb möchte ich dann natürlich hier einsatzbereit sein. Was ich versuchen könnte, ist hinter diesen Stein zu gelangen und dann den EA-100 zu klippen. Was wir dafür brauchen, ist jemand, der den IS-4 unter Druck setzt, sodass er sich nicht auch noch umdreht. Und jemand, der mir hilft, eventuell der T-57. So, mich zu mitkommen, T-57 auf den EA-100? Mal schauen. Das ist halt mehr oder weniger eine All-In-Entscheidung, ne? Ich möchte jetzt eigentlich noch nicht sterben, ich habe noch keinen Schaden gemacht. Okay, der Leopard spielt dann im Dropdown. Das ist eine gute Position. Ich würde sehr gerne abwarten, dass wir eine Info haben über den E100 oder über die IS-4. Die IS-7, wenn die tot wäre, wäre natürlich auch nicht schlecht, bevor wir pushen. Warten mal kurz ab. Ist ganz wichtig, ne? Geduldig sein. Den Angriff, das ist, wie ihr gesehen habt, ne? Meistens überlebst du halt auch nur ein, zwei Clips, deshalb ist es ganz wichtig, das zu planen und geduldig zu sein, um das Beste rauszuholen. Okay, die Foch ist auf dem Hügel gespottet, er nutzt da die Steine ganz clever, ist also kein Rankommen für uns. Ja, und jetzt bräuchte ich halt jemanden, der da die IS-4 beschäftigt. Ich glaube, das macht gerade unser Objekt 140, deshalb würde ich sagen, es ist Zeit für den Zugriff. Let's go, da ist der EN-100. Einen in den Turm. Unterwanne. Okay, er hat mich getroffen, ist aber völlig in Ordnung. Er kann sich da jetzt nicht wirklich weiter zurückfallen lassen. So, jetzt durchziehen. Zwei da in den Turm. Er fängt an zu winkeln, macht er sehr gut. Er überwinkelt. Jetzt warte ich, dass er wieder zu mir guckt, um zu schießen. Ich habe Zeit. Und zack. Sehr schön. Genauso muss man zugreifen mit dem WT. Durchplanen, seine Schüsse gezielt anbringen, einen Schuss in Kauf nehmen, ist völlig in Ordnung. Ihr habt 2000 AP, also sollte man die durchaus einsetzen, gezielt einsetzen. Und wenn wir jetzt noch einen Reload durchkriegen, wäre natürlich top. Eventuell auf die IS-4 da hinten, auf den Foch, obwohl der Foch schon tot ist. Und der Leopard da hat auch noch volle AP. Wenn wir Glück haben, bleibt hier noch was übrig, aber ich glaube, der IS-4 wird jetzt von allen Seiten hier auseinandergenatzt. Dann kann er nicht mehr viel tun. Gut gemacht vom WZ da, lässt sich jetzt auch droppen hier, EN-100. Und das sieht... Das sieht sehr, sehr entschieden aus, das Gefecht hier. Eieieiei. Jeder stürzt sich drauf. Meins. Na gut, ihr seht, wie majestätisch dieser Panzer aussieht. Das ist schon wirklich... Das ist eine Ansage, dieser Tank. Ja. Okay, naja, wir haben jetzt hier einen Clip gemacht. 5 von 5. Ob ich den IS-7 getroffen habe oder nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube eher nicht, aber das werden wir jetzt gleich in der Auswertung feststellen können. Was ich sagen würde, ist, dass wir alles in den Turm verdonkt haben und abgeprallt haben. Und so wie mir das hier aussieht, ja, waren das die Sichtgeräte und die Kette, das heißt in die Kette und halt unterm Turm. Aber nicht durchschlagen, aber trotzdem, keine schlechte Runde. 2700 Schaden, dritter vom Damage Share, ist ganz in Ordnung. Hoffen noch auf ein drittes gutes Game hier. Was dem Panzer sehr liegt, sind Stadtkarten, also Karten, die... wo man sich gut verstecken kann, wo man Leute gut überraschen kann. Eine weite, offene Karten ist es schwierig. Ja, weil der Gegner kann schnell wieder in Deckung fahren. Auf großer Entfernung bist du auch nicht mehr so präzise. Einfach nur, weil die Gegner sich halt schnell bewegen können und so weiter. Gerade bei Mediums ist es super schwierig. Und die Trackshots zu setzen beispielsweise ist halt auf Entfernung auch nicht ganz so einfach, wie das ist im Nahkampf. Deshalb, Startkarten sind eigentlich ideal für den Tank. So, müssen wir mal schauen, was wir hier machen können.
Ja, 140er, 907, 60 TVP. Auch wieder die FVs am Start. Die sind natürlich bitter, ne? Vor denen möchte ich viel Abstand halten. Wichtig auf dieser Karte ist immer der Hügel. Aber an Hügel möchte ich ganz ehrlich gesagt nicht ranfahren. Nicht mit dem Panzer. Ich habe keine Gun Depression, keine Turmpanzerung. Das lohnt gar nicht. Ich würde sagen, ich stelle mich mal hier hinten hin, gebe unseren Heavys Backup. Unser Heavy fährt aber zum Hügel. Ist aber okay. Ich stelle mich mal hier hin und warte einfach ab, was passiert. Ja, ich meine, die Höhe ist nicht immer nur ein Fluch. Kann manchmal auch ein Segen sein. Beispielsweise kann ich hier drüber schießen, weil der Panzer so hoch ist. Ja, mit einem Medium oder mit einem Light hier zu stehen, da kannst du absolut gar nichts beschießen. Noch leicht den Arsch hier anheben. Und dann denke ich, habe ich eine gute Feuerposition auf die Leute, die da eventuell durchcrossen wollen. Der EN-100 ist gespottet, ist aber noch zu weit hinten. Ich versuche ihn mal in meine Reichweite reinzukriegen. Habe allerdings noch 10 Sekunden Reload. Schöner Schuss hier schon vom FV. Sehr gut. Noch 5 Sekunden. Bis dahin wird er wahrscheinlich safe kommen. Okay, das war jetzt leider nur eine Connection. Ich habe jetzt nicht ganz gesehen, wie die Kontur des Geländes da hinten verlief. Aber ist okay. Ich meine, 620 Schaden, komplett for free, nicht mal aufgegangen, kein Risiko. Das nehme ich doch gerne mit. Was ich jetzt machen könnte, ne? Wir haben Panzer hier, die auf jeden Fall das Feuer auf sich ziehen werden, wenn da drüben was einrückt. Mein Plan ist es jetzt, mich da hinten hinter die Ecke zu stellen und warten, bis hier der erste Panzer aufgeht und der erste Panzer daran oder am Kampf teilnimmt. Und ihn dann zu überraschen. Ja, ich meine, ich habe gerade Reload, deshalb ganz wichtig, jetzt drüber nachzudenken, wie ich denn das Gefecht weitergestalten will. Und guckt mal da. Ich denke, das Objekt wird hier unser erster Kandidat werden, den wir hier gut überraschen könnten. Genau, deshalb einfach abwarten, sich gar nicht zeigen. Und gucken, was er da macht, was er da vorhat. So wie es aussieht, will er gleich durchfahren und mich hier eventuell rausholen. Schauen wir mal, der V hat ihn jetzt getroffen, er ist auf Kette. Da ist auch der EN-100 hinter ihm. Okay, und jetzt denke ich, ist der optimale Moment, hier zuzuschlagen. Wir nehmen erstmal den EN-100 da hinten raus. Kommt da jetzt auch nicht weg. Weak Spot, kein Problem. Und zack, Double Kill. Wir gehen in den Reload und pushen weiter. Sehr gut, die beiden Panzer hier rausgenommen. Schöner Hinterhalt, gut mitgearbeitet hier vom kompletten Team. Haben sich alle gleich draufgestürzt. Sehr schön gemacht und ihr seht schon, ne, die Arti ist sofort drauf. Den Waffenträger, den will jeder schießen. Oder den will jeder rausnehmen. Jeder will sich die Trophäe da ins Wohnzimmer hängen. Deshalb, da sollte man immer vorsichtig sein, weil die Artis werden immer am Start sein. Und das sofort. Ja. Der V ist da hinten, der andere ist da hinten. Okay, damit wissen wir auch, wo die TDs stehen. Die Grille war auf A9. Könnte versuchen, hier jetzt an das 907 ranzufahren. Da bin ich aber nicht Artis safe und der FV wird mich genauso treffen können. Ich denke, ich werde eher Richtung Hügel fahren, hier durch das Flussbett mich in der Mitte nach drüben verlegen. Oh, sorry Leo, es tut mir leid. Reparatur geht auf mich. Naja, ich sehe gerade, Gegner haben sich tatsächlich gut verlegt, ja, um dem Push da ein bisschen entgegenzuwirken. Nicht schlecht. Na, ich denke, wir können jetzt den TR-100 von hinten überraschen, eventuell auch den FV. Das heißt, es sollte wirklich gut... Sollte gut sein, wenn ich jetzt hier hochkomme. Sollten wir den TN-100 rauskriegen und dann den FV. Muss auch vorsichtig sein. Ich glaube, er hat da genauso Schussfeld auf mich, wenn ich mich hier spotten lasse. Okay, aber er da hinten verlegt sich gerade. Das heißt, er wird anderes zu tun haben, als jetzt auf mich zu gucken oder in meine Richtung zu gucken. Deshalb, TN-100, deine letzte Stunde hat geschlagen. Erstmal nehmen wir natürlich die Arti. Seht ihr schon, ne? Ich gehe auf, guckt zu mir. Wird aber rausgenommen. Sehr gut. Gut aufgepasst hier von unseren Teammates. Ihn kriegen wir raus. Kein Problem. Der FV hinter mir, weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Aber das Gefecht ist gewonnen, ist vorbei. Ich gehe jetzt das Risiko ein, dass er mich hier trifft. Oder würde gerne noch einen Schuss, ein, zwei Schuss auf ihn machen. Okay, er versucht da wegzurennen. Kommt aber auch nicht ganz weg. Okay, Okay, der ist auch tot. Leider kommen wir nicht ran. Der FV ist auch schon leider tot. Werden wir auch nicht rankommen. Okay, wieder eine sehr einseitige Runde, eine sehr schnelle Runde. Schnelle Runden sind nicht für den Panzer, aber ich glaube, wir haben hier wirklich das Maximum rausgeholt. 2300 Damage, 500 Assists, 3 Kills. Ist auch eine wirklich total solide Runde. Ich würde sagen, haben wir noch eine vierte hinten dran. Das waren jetzt sehr fixe Runden. Und hoffen wir jetzt mal auf Himmelsdorf oder Ensk. Ich glaube, das sind die besten Karten überhaupt für diesen Panzer. Naja, war doch nicht schlecht. Vielleicht wäre es auch sehr interessant, nochmal sowas wie Malinovka zu kriegen. Eine sehr offene Karte, eine sehr weitläufige Karte. Weil es ist auch ziemlich schwierig, den Panzer zu spielen. Du möchtest halt immer so in Schussreichweite bleiben.
aber du möchtest nie so nah ranfahren, dass du tatsächlich gespottet werden kannst. Ja, also 400 Meter näher solltest du überhaupt nicht ran an den Gegner und immer dafür sorgen, dass du Gebüsche zwischen dir und dem Gegner hast. Okay, Windstorm ist natürlich jetzt eine super Karte hier für diesen Tank. Sehr kompakte Stadt da hinten, das heißt, ich kann mich hinter den Ecken verstecken und tatsächlich abwarten, dass was passiert. Sehr gut eigentlich hier, wirklich. So, haben wir was an Heavies? Okay, ich folge dir, mal gucken, wo er hin will. Wir haben einen E5, wir haben einen 113er und der Rest sind Mediums oder TDs. Ja, ich werde trotzdem in die Stadt fahren, einfach nur, weil ich halt mich da gut verstecken kann, ne? Fährst kurz hinter der Ecke vor, wenn du den Gegner siehst und dann bam, 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 bam. Okay, 113er kommt mit, der E5 kommt mit. Sehr gut, sieht doch super aus hier. Und jetzt ist es ganz wichtig, wieder geduldig zu sein. Ja, sich nicht zu zeigen, die richtige Ecke auszuwählen, wo man die Gegner vermutet oder halt dementsprechend sich zu bewegen. Und einfach nur abzuwarten. Ja, ich meine, es ist ein Unterstützungspanzer, es ist kein Panzer, der jetzt selber das Spiel bestimmen kann. Dazu ist er einfach viel zu fragil, ja, und durch diesen langen Clip einfach nur viel zu sehr davon abhängig. Oder viel zu sehr von Teammates abhängig. Ich würde sagen, das ist erstmal eine gute Position. Ich habe Schussfeld dahin, ich habe Schussfeld dahin. Und lass das erstmal hier unsere Heavies regeln. Und guck mal, was sich hier eventuell so ergibt in diesem Match. Okay, da hinten pusht schon den BZ5A. Naja, semi-aggressiv. Und der 13er fährt durchs Wasser. Ist eine gute Position, sehr aggressiv. Aber kann wirklich sehr gut funktionieren. Wird der Haldown spielen können, er wird den WZ zurückdrängen können und eventuell spotten, was sich so vor uns abspielt. Arti ist auch mit hier auf dem Weg in die Stadt, okay. Interesting. So, ich möchte mich nicht zeigen, ja, auch wenn man vielleicht den Überraschungsschuss hier machen kann, willst du halt den kompletten Clip machen, ja, und den Gegner damit überraschen. Der V da drüben macht mir ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich will aber ehrlich gesagt auch nicht allzu nah an ihn ranfahren, einfach nur, weil er mich mit einem Schuss rausnehmen kann. Aber wird ihn trotzdem gerne kontrollieren, das heißt in Reichweite bleiben. Und falls er hier auf dumme Gedanken kommt, gleich bereit sein. Okay, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob hier irgendwas abaimt. Ne? Wir haben auch kein Heavy, kein Medium hier im Umkreis. Wir sind jetzt beide dahinter gefahren. Ich denke, die können da gut Damage machen. Ich will einfach gucken, was hier steht. Ja, deshalb mit der Wanne zuerst. Scheint auch tatsächlich nicht aufzugehen. Gut, das sagt mir, dass hier erstmal gar nichts steht. Sehr schön. Und ich denke jetzt eventuell die Gasse nutzen kann, wo auch nichts stehen sollte, weil die wären längst offen. Und dahinter zu den Heavies will ich. Ja, die Heavies will ich beschießen. Jetzt auch hier gerade den Centurion. Der sieht natürlich auch verlockend aus. Okay, kommen wir hier ran an den Centurion. Nee, der steht tatsächlich noch safe da hinten. Das ist 268. Ah, er hat mich wahrscheinlich gerade gesehen. Ja, schlecht gemacht von mir. Großer Fehler. Hier wollte ich gar nicht aufgehen. Der Plan war jetzt, hier in diese Ecke zu fahren, um die Gegner da unter Beschuss zu nehmen. Okay, jetzt ist er aber tot. Sehr gut, ich sollte wieder unspotted sein. Deshalb will ich jetzt versuchen, hier unseren Heavys mal zu helfen und da was abzugreifen. X50B und der V sind immer noch da drüben unterwegs. Da muss ich definitiv vorsichtig sein. Und auch deren Jagd, ihr kommt jetzt hier mit in die Ecke reingebogen. Noch ein FV hier am Start. Nicht die angenehmsten Gegner, muss ich sagen. Das Objekt bewegt sich. Ich könnte eventuell sogar versuchen, von hier drüben ranzufahren. Wenn wir den F heraus hätten, das wäre mir schon mal sehr, sehr lieb. Okay, FV hat geschossen. Eventuell kriegen wir ihn jetzt hier weg. Das wäre doch super. Okay, er steht da tatsächlich safe. Gute Position von ihm. Komme ich tatsächlich nicht ran. Ah, das wird mir jetzt ein bisschen zu bunt hier, muss ich sagen. Würde mich am liebsten zurückfallen lassen. Vielleicht können wir hier den Jagdpanzer überraschen, indem wir jetzt hier von der Seite mal reinpieken. Können auch nicht allzu lange warten, können nicht allzu lange passiv bleiben. Ja, ich denke, das ist jetzt der richtige Move, hier einzugreifen. Da ist der WZ. Zack, Amorak, da ist wieder dieser Critical Hit Perk. Ganz, ganz wichtig. Okay, wir können jetzt nur einen Schuss machen, aber ich meine, wir haben damit einen Gegner rausgekriegt durch das sehr lucky Ammo-Rack. So, wo ist der FV hin da hinten? Ist er gerade gespottet? Ja, okay, er ist gespottet. Das heißt, wir sollten jetzt hier der IS-7 helfen können, sollten ihm Unterstützung geben können. Und den braucht er jetzt dringend. Ich bin auf dem Weg, lieber IS-7.
Nehme ich die beiden ab. Okay. Okay, sie stehen einfach die ganze Zeit hier und aim ab. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich meine, da ist ewig nichts passiert. Sie haben einfach die Ecke abgeaimt. Die ganze Zeit. Und ihr seht schon, ja, unser Team war ein bisschen zu aggressiv. Ich konnte ihnen aber einfach nicht helfen, ne, weil die Gegner standen gut aufgestellt. In jeder Gasse stand einer und hat gewartet. Super schwierig damit vorzukommen. Ja, ich hätte eventuell hiermit vorfahren sollen. Was ich halt erwartet hatte, ist, ne, ich meine, wer war gespottet? Die Leute waren alle hier gespottet, ne? Drei, vier Leute aus unserem Team waren alle da gespottet, wenn er hier gesandwiched wird. Waren alle hier gespottet. Das heißt, ich hätte erwartet, dass die Gegner versuchen, die zu flankieren, unter Druck zu setzen. Ja, hier oder hier zu pieken oder hier irgendwas zu machen. Ja, und deshalb habe ich halt so lange hinten gewartet, um da irgendwie in die Flanke eingreifen zu können. Aber gut, ja, da habe ich mich wahrscheinlich zu schnell bewegt. Und ich glaube, unser Team hat das nicht optimal gespielt. Ich meine, es steht 5 zu 11. Ist jetzt absolut nicht optimal gelungen hier. Gegnerteam hat sehr gut gespielt, stand wirklich gut aufgestellt. Aber da hatte ich wahrscheinlich zu hoch gepokert, damit zu rechnen, dass die da flankieren würden. Die haben sich einfach nur hingestellt und haben einfach nur abgewartet. Ja, die Runde, brauchen wir nicht drüber sprechchen. Ein sehr lucky Amorak hier für 1-3 und das war da auch der einzige Schuss, den ich hier gemacht habe. Ich würde sagen, dafür probieren wir noch eine fünfte. Hoffentlich nochmal die gleiche Karte oder eine kleine Stadtkarte, das wäre optimal. Um zu schauen, ja, was der Panzer drauf hat, um das volle Potenzial mal auszutesten. Okay, alles andere als eine Stadtmap, aber ich glaube, hier können wir auch gut regeln. Ja, Moor. Ich fahre sehr gerne oben zur Burgruine hin, ja, Richtung J1. Da kannst du die Gegner beschießen, die da hochpushen, ja, die in die Richtung fahren. Eventuell kann es auch hier vorne funktionieren, die ersten crossenden Gegner dazu beschießen. Ist sehr davon abhängig, was das Gegnerteam macht. Wie gut man sie beschießen kann, also wie aggressiv sie spielen im Umkehrschluss. Deshalb, ja, wir werden uns wieder zurücklehnen, werden versuchen, das nicht allzu aggressiv anzugehen. Die Flanke hier lasse ich meistens komplett offen, weil bis dahin zu fahren, das dauert eine Weile, ne? Man muss da das offene Feld überqueren. Für Lights ist das ganz okay, ne? Mediums, denke ich, könnte auch ziemlich gut wirken, aber für Heavies ist das alles andere optimal oder halt leichte, langsame, leicht gepanzerte, langsame Panzer ist das nicht optimal. Und das Witziger zerschießt hier erstmal die ganzen Häuser. Okay, interessant. So, der T-100 nimmt da so eine semi-aggressive Spotting-Position an. Das ist gar nicht blöd. Der AMX-50B pusht gleich durch. Ja, das ist sehr aggressiv, aber kann wirklich sehr gut funktionieren. Er hat wahrscheinlich den Cover von sehr vielen TDs hinter ihm. Guter Schuss vom FV, den T-100 einfach mal aus dem Leben geklatscht da hinten. Ja, einfach so. So, und ich denke, er wird mich jetzt fast schon spotten können hier, dieser AMX-50B. Jetzt sollte ich schauen, dass ich hier schleunigst in Deckung komme. Oh, unser FV ist auch schon draufgegangen. Glaube ich, durch den 50B gespottet worden und kam dann nicht rechtzeitig weg. So, und ich stelle mich jetzt hier hoch, ne? Und ich denke mal, früher oder später wird unser Team versuchen, da vorzurücken, wird versuchen zu pushen. Und dann können wir auf das schießen, was gespottet wird, ne? Gerne stehen die TDs da oben, die gegnerischen TDs. Und die können wir dann natürlich optimal beschießen von hier. Deshalb wichtig, wieder geduldig zu sein und abzuwarten. Wenn man ganz safe sein will, fährt man hier hinten rum. Das machen wir mal. Ich meine, der Panzer ohne Tarnwert geht halt natürlich instant auf. Gern stehen auch TDs da hinten. So, unser WZ fährt jetzt tatsächlich nach vorne. Das heißt, ich muss ihn ein bisschen weiter aufrücken. Weil was er spottet, muss direkt unter Beschuss genommen werden. Und das will ich natürlich nicht missen. Oder da sollte ich auf jeden Fall bereit sein. Nehme hier ganz gern diese Turmsäule. Oder diesen Turm, ne, um als Deckung. Und wenn hier kann man sehr gut rauspicken. Man kann sich wieder zurückfallen lassen, falls man tatsächlich aufgeht hier. Schon den ersten Gegner. 2684. Ja, schwierig zu durchschlagen. Weiß nicht, ob ich jetzt schießen möchte auf die Entfernung. Ich würde lieber darauf warten, dass noch ein anderes Ziel aufgeht. Beide FVs sind leider auch in Sicherheit da drüben. Okay, kommen wir jetzt nicht wirklich ran. An den kommen wir ran, wenn er aber da vorbeifährt. Nee, auch nicht. Okay. Ich denke, ich werde mich eventuell weiter nach drüben verlegen hier. Jetzt vielleicht ran. Wir haben ja gerade ihr privates 1 gegen 1, die beiden. Tatsächlich so, als würden sich die FVs nicht bewegen wollen. Okay, das überlebt er nicht, der WZ, ja. Zu viele Gegner da am Weg. Zu viele TDs, die warten und ihn abhelmen. Oh, jetzt fährt er gerade runter, so wie mir das aussah. Mist. Natürlich schade, jetzt ist er nämlich zugegangen.
Da ist er, der Kollege. Okay. Aber irgendwas müssen wir jetzt versuchen. Ich meine, wir sind ja noch ziemlich leer am Start oder haben noch gar nichts gemacht. Wenn er auch nach vorne fährt... Okay, er fährt nach vorne. Dann muss ich jetzt hier anfangen, drauf zu schießen. Okay, das war nichts. Ah, sehr schade. Abgeprallt und der eine Schuss blieb in seinen Ketten hängen. Das ist natürlich blöd. Ich leere jetzt mal nach. Ich meine, er wird dann nicht mal rausgucken, weil er halt weiß, dass er da unter Beschuss genommen wird. Ah, die hätten sitzen müssen, die Schüsse. Schlechtes Aiming. Schlechtes Aiming von meiner Seite. Okay, er will ja auch nicht wirklich jemand pushen, weil da, wie gesagt, halt drei UVs stehen, die einen sehr schnell auseinandernehmen können. Ja, den hätte ich, habe ich vielleicht sogar aufgemacht. Badger, du wirst ihn rausnehmen können, hoffe ich. Oder T57 vielleicht. Ja, und wir werden nachladen und dann halt einfach ranfahren, ne? Und Clip komplett reinhauen hier. Der Badger, warum schießt er da nicht drauf? Kriegt er das hin? Okay, er ist tot, immerhin. Eventuell kommen wir auch daran, wenn der wenn der TVP einen Meter zurückfährt. Der V sollte immer noch hier unten stehen, weil der kommt da nicht wieder hoch, glaube ich. Außer wenn er einen ganz weiten Weg hinten rumfährt. Ah ja, tatsächlich, da ist der eine. Wieder abgeprallt, das gibt's da nicht. Okay, der hätte tot sein müssen, der hätte den Schuss nicht rauskriegen dürfen. Also er hat ja wirklich eine Menge Glück, dieser FV. Eine Menge überlebt, ja, und der zweite hat mich nicht gekillt, den hätte ich dann killen können. Aber gut, der ist auch sofort raus. Und ich denke, das Team sollte das jetzt hier gewinnen können. Ja, abschließendes Fazit zum WTE. Kann ich den Tank empfehlen oder nicht? Ist schwierig zu spielen, ja. Ihr seht schon in der Meta mit den ganzen FVs, es ist extrem, extrem schwierig. Ja, du spielst praktisch immer mit dem Feuer, wenn so ein Panzer, so ein FV im Spiel ist. Also ist super, super schwierig, den einzusetzen. Es erfordert eine Menge Spielgefühl, ja, eine Menge, wirklich eine Menge Spielkenntnis, Einschätzungsvermögen, was passiert. Man muss die Maps gut kennen, man muss die Meta gut einschätzen können, man muss die Spieler gut einschätzen können und das ist halt das, was den Waffenträger so schwer macht zu spielen, ja. Enormes Potenzial, aber halt auch super fragil. Es ist super einfach, damit einfach nur zu verkacken, wie ihr hier gesehen habt, ne, wie schnell das gehen kann. Aber gut, der FV hat eine Menge Glück gehabt. Ich bin zweimal an dem Kollegen abgeprallt, dreimal sogar. Der hätte da einfach nur tot sein müssen. Und dann nimmt er mich sogar raus noch. Ziemlich bitter, aber gut. Das war der Waffenträger E100. Falls ihr euch jetzt fragt, was das hier zur Hölle gerade gewesen war. Das war der chinesische Server, das chinesische World of Tanks. Und ihr seht, das ist ein ganz anderes als das, was wir spielen, als das europäische oder auch das russische oder das amerikanische. Weil dieses chinesische World of Tanks wird nicht von Wargaming betrieben oder gepublished, sondern von einer anderen Firma. Und deshalb machen die so ein bisschen ihr eigenes Ding. Ihr seht, eine Menge anderer Fahrzeuge im Spiel, zu denen wird es auch noch ein Video geben. In nächster Zeit, in denen ich die mal ein bisschen vorstelle, ein bisschen ausgefahren bin. Und gleichzeitig gibt es noch keine HD-Grafik. Ja, es ist noch vor 1.0. Das heißt, die ganzen SD-Karten, also die alten Karten, sind ja noch spielbar. Und ihr seht, die Meta ist ziemlich unangenehm dort. Es wird eine Menge gecampt. Ja, es ist dieser alte Matchmaker mit 8 TDs, jede Runde auf Tier 10, mit 3 Artis, eine Menge Lights. Super eklig. Was da vielleicht tatsächlich gut tun würde, diesem Server, sind jetzt tatsächlich die Radpanzer wahrscheinlich. Ja, dem würden sie da mal Abhilfe schaffen. Und die werden auch mit dem nächsten Patch da eingeführt auf dem chinesischen Server. Aber wie gesagt, dazu wird es noch ein volles Video geben. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr Spaß hattet, mal wieder einen kleinen Blick hier in die Vergangenheit hattet. Ja, dass ihr wieder etwas Nostalgie aufleben lassen konntet. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Den Daumen nach oben nicht vergessen. Und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin, Leute. Peace.